Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Video gemacht, wie man eine SIM-Karte anonym kaufen kann und diese auch anonym registrieren kann. Jetzt gab es ein neues Gesetz, dass man quasi seinen Ausweis beim Kauf vorzeigen muss. Das ist ja beim Online-Kauf nicht wirklich möglich und da bedienen sich die Mobilfunkanbieter einfach der Ausweisnummer. Man muss dann seinen Ausweis rausholen und die Ausweisnummer abtippen. Ist diese korrekt? Kann man einen Vertrag abschließen. Um nun trotzdem an eine anonyme SIM-Karte zu kommen, muss man wissen, wie diese Personalausweisnummer aufgebaut ist. Vorneweg noch der Tipp, man sollte das natürlich nicht machen, wenn man seine Bankdaten hinterlegen muss bei der Registrierung der SIM-Karte, denn dann ist man ja nicht mehr anonym. Also alle Merkmale müssen anonym sein. Das Hindernis, das wir jetzt haben, hier ist die Ausweisnummer und die können wir umgehen. Wie das funktioniert, erkläre ich mal hier anhand des Wikipedia-Eintrags. Ich mache das jetzt übrigens anhand der neuen Ausweisnummer, also der im Scheckkartenformat, da die alten ja langsam auslaufen und für die gibt es da, glaube ich, auch genug Generatoren im Internet. Aber wir sollten uns auf jeden Fall mal das für das Neue anschauen, denn da gibt es noch nicht allzu viel. Wikipedia erklärt hier den Aufbau der Nummer. Als erstes steht dort IDD, dann hat man hier so zwei Symbole, zwei Platzhalter und dann kommt die vierstellige Behördenkennzahl in grün hier und in blau kommt eine laufende Nummer, um die geht es dann später und dann eine Prüfziffer. Wir werden das Ganze mal durchexerzieren an der Nummer, die hier auf diesem Musterpersonalausweis draufsteht. Ich klicke jetzt mal hier auf den neuen. Das ist die T22 3x die 01293. Ich habe mir das jetzt also in Excel aufgemacht. Das ist jetzt hier die Nummer, die ich eingetragen habe. Habe die auch unterteilt in Behördenkennziffer, laufende Nummer und Prüfziffer. Ich kopiere sie mir hier nochmal zur besseren Übersicht hier nebendran. Das ist die gesamte Nummer von diesem Mustermann. Ausweis. Wenn ich diese jetzt bearbeite, also jetzt nehme ich mal hier, also gut, fangen wir mal anders an. Die Behördenkennziffer, die ersten vier, sind feststehend. Das heißt, wenn ihr euren Ausweis mal anschaut, ihr könnt dann auch mal mit denen von anderen Personen vergleichen. Das ist die Behörde, die den ausgestellt hat. Das Problem ist jetzt allerdings, ich habe noch nichts gefunden im Internet, wo es mal eine Liste gibt, welche Behörden welche Nummer haben. Das wäre vielleicht nachzuholen, wenn ihr sowas hättet. Bitte, bitte, bitte damit in die Kommentare. Denn dann kann man das auch noch randomisieren. Ansonsten kann man die nehmen, die bei sich auf dem Ausweis steht. Das macht es jetzt nicht so wirklich super anonym, deshalb wäre es da wirklich sinnvoll, mal eine Liste zu bekommen. Aber die könnt ihr nicht einfach wahllos ändern. Das wird der Mobilfunkanbieter merken, dass dort manipuliert wurde. Was kann man also manipulieren? Na, diese fortlaufende Nummer. Warum kann man die manipulieren? Weil es gibt kein Register, wo der Mobilfunkanbieter einfach mal abfragen kann, gibt es denn diese Nummer schon oder wem gehört denn diese Nummer? Sondern die können die nur prüfen, ob die korrekt ist, anhand der Prüfziffer da hinten. Jetzt gehe ich nochmal auf Wikipedia und Wikipedia beschreibt die Berechnung der Prüfziffer. Gehen wir nochmal zum neuen Personalausweis. So, und zwar wird hier die Behördenkennzahl, genau wie diese andere Kennzahl, immer mit 731 mal genommen. Also die erste Stelle mit 7 mal genommen, die zweite Stelle mit 3 mal genommen und die dritte Stelle mit 1 mal genommen. Und das fängt dann wieder von vorne an, also auch hier wieder 731. Gehen wir zurück in Excel und schauen uns das an. Ich habe mir hier diese Zahlenfolge mit 731 hier oben hingeschrieben. Am Ende natürlich die Prüfziffer, die wird natürlich mit gar nichts mal genommen, weil die wir erst ausrechnen müssen. So, jetzt haben wir hier aber Buchstaben und da ist auch die Frage, wie kann ich die denn mal nehmen? Naja, das habe ich mir hier an die Seite geschrieben. Das A ist die 10, B ist die 11 und so weiter und in dem Fall wäre T29. Ich habe mir jetzt hier einen S-Verweis gebastelt, der macht nichts anderes als einfach zu gucken, welche Nummer hat T und schreibt die hier hinten hin. Die 2 bleibt natürlich die 2 und so weiter. Jetzt multipliziere ich die 29 mit der 7. Das habe ich hier in dieser Funktion gemacht, die Zelle A1 mal A3 und dann komme ich auf die Lösung 203. Das könnt ihr theoretisch alles mit Taschenrechner machen, ist natürlich mit Excel etwas eleganter. Das gleiche hier, 3 mal die 2 ist dann 6 und so weiter. Also hier unten habe ich dann quasi schon mal so die erste Berechnung ausgeführt. Hier einmal 9, passt alles soweit. So. Diese ganzen Zahlen müssen nun summiert werden. Das heißt, die müssen plus gerechnet werden. Und das kann Excel auch. Habe ich hier eine Summe draus gemacht, komme ich auf 233. Die Prüfziffer ist die einer Stelle dieser Zahl, die, also nur um es nochmal klar zu machen, die 100er Stelle ist die 2, die 10er Stelle ist die 3 und die letzte 3 ist die einer Stelle.
Das kann Excel auch, nennt sich dann Rest geteilt durch 10 und da komme ich dann auf die eine Stelle. Und das ist die 3. Das heißt, von dieser Erika Mustermann oder wie die heißt, die Prüfziffer ist die 3 laut unserer Rechnung. Und wenn wir uns hier nochmal die volle Ausweisnummer anschauen, ist das auch korrekt. So, wenn ich jetzt mal ganz lustig hier was ändern will in diesem orangenen Bereich, das kann ich ja machen, nehme zum Beispiel hier die 5 statt der 2, ändert sich hinten auch die Prüfziffer. Das ist ganz wichtig. Und mit dem gleichen Mechanismus prüft jetzt der Mobilfunkanbieter gegen, ob eure Ausweisnummer korrekt ist. Wenn ich jetzt diese manipulierte Ausweisnummer eingebe, ich kann dann auch weiter rum manipulieren. Excel wird mir immer die richtige ausrechnen am Ende. Und jetzt ist die völlig manipuliert, kann gar nicht mehr auf die Originale zurückgeführt werden. Der Mobilfunkanbieter wird diese Nummer trotzdem akzeptieren. Schlicht und ergreifend hat er die gleichen Möglichkeiten, die wir haben, nämlich hier zu gucken, ob diese Nummernfolge mit der Prüfziffer übereinstimmt. Vergesst aber halt bitte nicht, dass es nur pseudo-anonym ist, denn zu dieser Behördenkennzahl kann man euch wahrscheinlich noch zurückverfolgen. Gerne könnt ihr auch mal in die Kommentare eure ersten 4 Stellen posten. Ihr müsst jetzt, wenn ihr nicht wollt, natürlich nicht hinschreiben, welche Behörde das war. Aber wenn man da mal eine Sammlung hat, ist es doch einfacher, das Ganze zu randomisieren.